Hi meine Lieben, ich bin's wieder, Josephine von Autoweller und ich stehe heute vor dem neuen Camry. Wir schauen uns heute den Camry einmal von innen an, nämlich in der Business Edition. Ausstattungsvarianten gibt es bei dem neuen Camry lediglich zwei. Einmal die Business Edition und natürlich die Executive Edition. Die Business Edition, die stelle ich euch gleich einmal vor. Wir verweisen aber selbstverständlich auch auf die Sachen, die man bei der Executive Edition nochmal mehr bekommen würde. Zuerst für euch ein paar Bilder von außen. Von außen, da spielt der Camry auf jeden Fall schon mit den Großen mit. Schauen wir uns jetzt an, was der Camry so im Innenraum zu bieten hat. Was uns auch hier, wie bei den letzten Toyota-Modellen, direkt ins Auge fällt, ist das hochwertige Lederlenkrad. Es ist selbstverständlich ein Multifunktionslenkrad und mit einigen Bedienelementen bestückt. Schauen wir uns die mal genauer an. Wir haben die Möglichkeit, unseren Bordcomputer zu steuern und Anrufe entgegenzunehmen, die Lautstärke der Musik zu regulieren und den Sprachassistenten zu nutzen. Außerdem können wir hier die adaptive Geschwindigkeitsregelung einstellen, mit Hilfe von diesem Knopf, der nämlich den Abstand zum Vordermann einstellt, und unserem Tempomat. Einen Spurhalteassistenten, den haben wir selbstverständlich auch. Und auch hier können wir die Titel wieder ändern. Kommen wir jetzt einmal zum Tacho. Dieser besteht aus zwei analogen und einem digitalen Display. In der Regel sollte euch das digitale Display schon bekannt vorkommen, denn es hat alle Einstellungsmöglichkeiten, die die letzten Toyota auch hatten. Lediglich die Aufmachung hier ist etwas anders. Wir haben zum Beispiel unsere Service-Informationen, einmal die Echo-Führung bzw. den Echo-Bildschirm, dann unsere Fahrassistenten. Wir haben Musik, auf die wir zugreifen können, den Energiefluss sehen wir, ob eure Batterie be- oder entladen wird. Und allgemeine Einstellungen haben wir auch. Selbstverständlich hat jede Kategorie noch Unterkategorien, aber da dürft ihr euch dann selbst durchfuchsen. Links neben dem Lenkrad, auch da sind wieder einige Bedienelemente. Einmal haben wir hier den Ablendassistenten für unser Fernlicht. Der würde bei Kurven oder entgegenkommenden Fahrzeugen einmal abblenden. Dann können wir hier die Traktionskontrolle ausstellen. Wenn wir diesen Knopf länger gedrückt halten, dann öffnet sich automatisch unser Kofferraum. Und mit dem Button hier vorne, da können wir den Tankdeckel öffnen. Werfen wir einen Blick auf unser Armaturenbrett. Hier hat Toyota mit einem gummierten Stoff gearbeitet. Das Ganze wieder durch schicke Chromleisten abgerundet. Und auch die Ziernaht, die macht hier einiges her, da sie wieder in einer anderen Farbe unterlegt ist. Hier über dem Handschuhfach, da hat Toyota auch den gummierten Stoff verwendet. Und diesen Style, der wird Wood Grain genannt. In der Executive Edition, da sieht es ein bisschen anders aus und heißt das Ganze Tiger Eye. Auch beim Display, beim Infodisplay hier, da gibt es einen kleinen Unterschied. Hier haben wir nämlich 7 Zoll und in der Executive Edition wären es ein 8 Zoll Display, was noch etwas edler wirkt, da da eine ebene Glasfläche drüber wäre. Schwenken wir nun einmal auf die Mittelkonsole. Starten wir hier mit unserer Zwei-Zonen-Klimaautomatik, die mit einer Nano-E-Technologie arbeitet. Das heißt, dass die Luft, die durch die Klimaanlage zu euch ins Auto geblasen wird, nochmal gereinigt wird. Das wiederum heißt, dass längere Autofahrten noch komfortabler werden. Hier in der Business Edition haben wir ein Ablagefach. In der Executive Edition hat sich das Ganze, denn ihr habt dann hier eine induktive Ladeschale für euer Smartphone. Ganz praktisch. Hier ist nochmal ein USB-Anschluss, ein AUX-Anschluss und auch ein Zigarettenanzünder. Die Haptik von dem Schaltknauf, die ist überragend gut, denn hier wurde auch wieder Leder verarbeitet. Zwei Cupholder, die dürfen nicht fehlen und selbstverständlich könnt ihr auch hier wieder zwischen den drei Modi wählen, Sport, Normal und Eco. Sitzheizung habt ihr selbstverständlich auch verbaut, dieses Mal sogar dreistufig für Fahrer und Beifahrer. Und ein äußerst geräumiges Fach hier in der Mittelkonsole, das darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Nun ein Blick auf unsere Türen. Die Zierleisten, die wir aus dem Armaturenbrett kennen, die finden wir selbstverständlich auch hier wieder. Toyota hat hier auch mit verschiedenen Materialien gearbeitet. Hier, hier und oben wurde ein Soft-Touch-Material verarbeitet, was wieder abgesetzt wird durch unsere braune Ziernaht. Die Bedienelemente, die sehen sehr edel aus. Und von hier oben, über unser Audio-System bis unten zum Getränkehalter, da wurde Hartplastik verarbeitet. Toyota hat hier beim neuen Camry mit Vollledersitzen gearbeitet.
Verarbeitet wurden zwei verschiedene Materialien, nämlich einmal ein sehr weiches und feines Leder im Außenbereich und hier in der Mitte ein Leder, was sich atmungsaktiv anfühlt und den ganzen Sitz noch etwas wertiger macht. Kleine Spielereien, die dürfen auch nicht fehlen. Hier wurde etwas in Braun abgesetzt und auch die Nähte sind in einer anderen Farbe. Eure Kopfstütze, die könnt ihr selbstverständlich wieder in der Höhe verstellen. Und auch technische Raffinessen, die fehlen hier nicht, denn ihr könnt euren Sitz komplett elektrisch nach vorne oder zurück bewegen, nach oben und nach unten, dann eure Lehne verstellen vor und zurück und sogar euren Lendenwirbelstütze nach vorne oder nach hinten ranziehen. Das heißt, wie weit dieser Bereich an eurem Rücken dran ist. Die ganzen Features vom Fahrersitz, die habt ihr selbstverständlich auch beim Beifahrersitz. Wir sind eine Reihe nach hinten gerutscht im Camry und befinden uns jetzt gerade auf der Rückbank. Auch die selbstverständlich wieder aus Vollleder. Ihr habt hier vorne einmal Getränkehalter, die super raffiniert von Toyota hier eingebaut wurden, da ihr eure Flasche einfach schräg reinschiebt. Dann habt ihr hier noch Taschen. Hinter dem Beifahrer selbstverständlich auch. Und wie ihr seht, habe ich extrem viel Beinfreiheit. Wir haben jetzt mal den Fahrersitz auf die vorderste Stufe gestellt und den Beifahrersitz auf die hinterste. So. Und auch hier, seht ihr, habe ich immer noch genügend Platz. Was hier ins Auge fällt, einmal unsere Lüftung und wir haben zwei USB-Anschlüsse für euer Smartphone oder dergleichen. Außerdem habt ihr hier im Camry eine Armlehne, die gleichzeitig zwei Getränkehalter beinhaltet. Auch Isofix darf im neuen Camry nicht fehlen. Hier wurde mit schicken Druckknöpfen einmal darauf hingewiesen, wo genau sich die Halterung befindet. Das Ganze bekommt ihr selbstverständlich serienmäßig dazu und auch hier auf der Rückbank hinterm Beifahrersitz, da habt ihr Isofix verbaut. Werfen wir nun einen Blick in den Kofferraum vom Camry. Satte 524 Liter Kofferraumvolumen bietet er uns und somit brauchen wir auch keinen zweiten Boden mehr. Hier befindet sich jetzt unser Reifen-Notfall-Flickset. Ablagefläche links und rechts in den Seiten, die haben wir auch nicht mehr, denn A befindet sich hier die Batterie und B haben wir so noch mehr Platz, um Sachen in die Seiten reinzuschieben. Wollt ihr nun die Sitzbank noch umklappen, um noch mehr Platz zu erhalten, könnt ihr das über diesen Hebel machen, dann klappt sich eure Sitzbank im Verhältnis 60-40 nochmal um. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein gutes Bild vom Innenraum des Camrys bekommen. Habt ihr noch Fragen? Schreibt die einfach in die Kommentare. Lasst uns wie immer den Daumen da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.